Irgendwann reißen Serien nun einmal. Den SC Freiburg, zuvor 9-mal in Folge ungeschlagen, erwischte es in Hannover. Das hätte aber nicht unbedingt sein müssen, war doch der Gegner beim 1:2 keineswegs übermächtig. Daher fand der verärgerte Freiburg-Keeper Alexander Schwolo deutliche Worte zum Auftritt seines Teams. Alexander Schwolo, die Serie des SC Freiburg ist nach 9 Spielen ohne Niederlage gerissen. Woran lag es? Ich bin sehr verärgert über diese Leistung. In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Zweikämpfe verloren, kaum welche gewonnen, hatten zu viele Ballverluste. Es war nicht der SC, den wir kennen. Es ist unfassbar bitter, dass wir so reingekommen sind und eigentlich erst nach dem 0:2 angefangen haben, Fußball zu spielen. Den Schuss von Füllkrug, und dann haben wir im Rückraum zu viel Platz gelassen, sonst hätten sie auch kein Tor gemacht. Nach vorne lief eben nichts. Das ist aber systemunabhängig. Wenn du vorne die Bälle nicht hältst und die Zweikämpfe nicht gewinnst, funktioniert es nicht. Da holst du keine Punkte. Ist es besonders frustrierend für einen Keeper, der bei beiden Toren kaum Abwehrchancen hat? Na klar habe ich Frust. Ich muss schon sagen, Hannover hat verdient gewonnen, und das ärgert mich einfach. Ich weiß, wir können es besser machen, und das haben wir in den letzten Wochen auch gezeigt. Es ist das Bittere, dass zu viele Spieler und wir dadurch insgesamt nicht unser Leistungsniveau erreicht haben, das wir erreichen können.